Hey, komischer Dinosaurier. Hallo, Boba Fett. Wusstest du, dass die Geekfreaks schon wieder irgendeinen Tuning-Scheiß rausgehauen haben? Nein, das kann nicht sein. Doch, die feuern immer weiter. Erst haben sie SSDs repariert, dann Windows. Und jetzt auf einmal reparieren sie die Windows-Maus-Beschleunigung für alle Gamer. Und das auch noch gratis. Was? Spaß und Witz beiseite. Heute haben wir einen geilen Tuning-Tipp für euch. Ich habe was für euch gebastelt, wieder kostenlos. Alle Gamer haben das Problem, sie wollen immer besser zocken. Jeder will bessere Skills farmen, jeder will mehr Kills, mehr Abschüsse, zielgenauer. Und jeder denkt, Mensch, es liegt nur an seinem Skill. Das stimmt nicht. Die wenigsten von euch wussten, dass Windows euer größter Feind ist, und zwar die Mausbeschleunigung. Was ist Mausbeschleunigung? Mausbeschleunigung sorgt dafür, dass eure Maus nicht 1:1 über den Bildschirm wandert, sondern mit einer Bewegung sich immer mehr beschleunigt, nach links und rechts. Je schneller ihr die Maus bewegt, desto schneller beschleunigt die Maus. Und das ist implementiert in Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 und XP. Und das ist super nervig. Vor allem für Gamer, weil Gamer die Raw-Performance gerne hätten. Ist man jetzt beim Snipern und bei CSGO oder möchte man bei Fortnite besser treffen oder Call of Duty, egal welcher Ego-Shooter, egal welches Rennspiel. Es wäre schön, wenn meine Eingabe 1:1 umgesetzt werden würde. Passiert aber nie. Und aus diesem Grund habe ich mich dessen angenommen und habe mal ein Tuning-Paket für die Windows-Maus vorgenommen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr könnt dieses Paket installieren, ausprobieren. Und wenn es euch nicht taugt, einfach wieder rückgängig machen. Ausprobieren lohnt sich, es ist kostenlos und ihr könnt nichts kaputt machen. Schauen wir mal rein, oder? So, was haben wir hier? Wie ihr seht, das ist unsere Homepage. Yeah! Und auf der Homepage habe ich unter Tuning Pack, hier seht ihr, Maus-Tuning Pack installiert. Zack, könnt ihr euch jetzt runterladen. Haben noch wenige gemacht, ist ja klar, ist gerade erst von mir veröffentlicht worden. Mal schauen, ob das Ganze dann auch gut ankommt. Könnt ihr euch einfach runterladen, gibt es keine Risiken oder irgendwas. Zack, klickt ihr auf Download. Diesmal wird es nicht als Virus erkannt. Wow, Wahnsinn, so Sachen werden wir nicht als Virus erkannt. Super. So, dann tue ich das Ganze mal auf dem Desktop, bla 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 bla. Ich habe hier eine tonnenweise Dateien und ich schiebe es einfach hin. Da, Maustuning Pack. Zack, das sind Registry-Einträge. Ich habe hier sogar eine Readme mit reingefeuert für alle, die lesen wollen, was das Ding macht und wozu ihr das braucht, wenn ihr es braucht oder warum ihr es benutzen solltet. Es geht für Windows 7, Vista 8 und 10. XP habe ich jetzt mal ausgenommen, das kommt aber irgendwann nach, für alle, die es noch brauchen oder wollen. So, ihr habt hier Default-Dateien, das sind die, mit denen ihr euer System wiederherstellt. So ist es wie vorher. Und dass ihr seht, da sind keine Viren drin oder so, das ist einfach nur eine Mauskonfiguration, die ich vorgenommen habe und angepasst habe. Als allererstes solltet ihr mal schauen, welche Bildschirmskalierung hat denn euer System. Also gucken wir mal nach. Zack, und zwar auf Anzeigeeinstellungen. Und dann schauen wir uns den Monitor an, den ihr da habt. Ich habe 125%, weil ich das halt so brauche, weil ich halt so einen großen Monitor habe. Also gehe ich hier rüber. Ich habe Windows 10, also gehe ich hier rüber und guck mal, was haben wir hier. Ah, für jede Bildschirmskalierung, die es so gibt, habe ich eine REC-Datei erstellt. Und jetzt gehe ich einfach Doppelklick auf die, füge die hinzu. Okay, das war schon. Ach ja, übrigens, hier nochmal angezeigt, da ist kein Virus oder irgendein Dreck dran. Das ist einfach nur eine REC-Eintragung. So, fertig. Und schon ist die RAW-Datenübermittlung 1:1. Die Maus ist viel mehr responsiveness-mäßig, ja? Und das war's. So, und falls ihr das auch ausprobieren wollt, ladet es euch runter, probiert es aus. Wenn nicht, dann macht es einfach wieder rückgängig. Und ihr werdet sehen, ihr seid treffsicherer, die Maus fühlt sich viel, 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 viel natürlicher an eurer Hand an. Und vielleicht fahrt ihr sogar ein paar mehr Kills. Vielleicht seid ihr auch demnächst im nächsten Leader- oder Ranking-Board ganz oben. Und falls ihr mehr Videos von uns wollt, die gibt es wieder überall. Verlinkt in allen Ecken und Enden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr könnt auch einfach gar nicht drücken. Keiner muss liken oder irgendwas. Wir machen das ja für euch und weil uns die Probleme natürlich auch selber stören. Also wer die Maus nicht richtig funktioniert, wer will denn eine kaputte, nicht funktionierende Maus haben? Man will das doch alles so gut wie möglich haben. Und wir versuchen es immer möglich zu machen. Dieser kleine Trick, dieses kleine Update, dieses kleine Pack kommt auch ins TGF Tuning Pack 4.0, was ich jetzt mal anteaser. Das wird so als kleines Weihnachtsgeschenk rausgefeuert werden. Das hat auch noch einiges an Features, Tricks und Spielereien. Der gute Miner, Swin und ich zusammen haben das gebastelt. Schaut da an Discord, der macht sein Zeug richtig gut. Und wir sehen uns, ne? Also ich werde jetzt... Ist das ein komischer Vogel? Ja, aber er hat immer die guten, besten Tuning-Tricks überhaupt raus. Wieso können das andere Leute nicht mehr? Weil die gar nicht daran denken, dass es solche Probleme überhaupt gibt. Meinst du wirklich? Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es doch schön, das zu haben. Das finde ich auch. Komm, lass uns eine Runde zusammen kuscheln.